Hallo ihr lieben YouTube-Zuschauer. Ganz herzlich willkommen in meinem Adventskranz-Video. Und wir kommen heute zu einer, ja, eigentlich schon auch zu einer Königsdisziplin. Ihr könnt es vielleicht fast erahnen an diesem hübschen, nostalgischen Adventskranzständer. Es geht um einen Hängekranz. Ja, und das ist wirklich ein super schönes Thema. Ist auch nicht ganz einfach, aber ich zeige euch im Video gleich, wie es geht. So, also ich habe hier für den Adventskranz heute, für so einen nostalgischen und klassischen Adventskranzständer, der wirklich sehr süß ist, auch mit diesem Bäumchen oben. Ich finde, das ist so, ach, der ist so ein bisschen wie aus Omas Stube. Hat also wirklich was sehr Traditionelles und Weihnachten ist ja auch meistens traditionell. Deswegen kommen auch traditionell rote Kerzen dazu. Und ja, die Aufgabe ist es heute, einen Hängekranz zu erstellen und diesen auch zu hängen. Das sind natürlich viele Aufgaben im Video. Deswegen fange ich einfach mal an, euch ja zu zeigen, wie das geht. Zum einen brauche ich eine schöne Größe an Kranz. Wir haben die Größe ausgewählt. Wir hatten zuvor eine kleinere, aber dann wären die Kerzen auch zu nah an dem Kranz gewesen, an dem Fuß gewesen. Und das wäre aber eigentlich nicht so schön. Und wir haben dann verschiedene Größen probiert und haben gesagt, wir nehmen diese Größe Strohrömer, wickeln den ja ein bisschen enger. So, und jetzt zeige ich euch einfach mal so nur mit einem kleinen Stück davon, wie man das macht. Also ihr nehmt einen Strohrömer auf jeden Fall, nehmt Kranz, Wickelband, wie immer, wickelt mit dem Kranzwickelband den Strohrömer. Und da mache ich jetzt nur ein ganz kleines Stück. Ja, das geht ja nur exemplarisch darum. So, nicht verdrehen. Wirklich nur ein kleines Stück. Und dann, wenn ihr fertig seid, schneidet ihr das Kranzwickelband ab. Und eigentlich braucht man es gar nicht. So, das schneide ich dann ab. Und eigentlich braucht man es gar nicht festkleben, weil sobald man anfängt zu wickeln mit Grün, muss man es eh nicht mehr festmachen. Wenn man anfängt zu wickeln mit Grün, nehmen wir einen Wickeldraht, also den auf der Holzspule, ja, nicht die kleinen auf dem Plastikröllchen. Ich schaffe mir einen Anfang, indem ich den Wickeldraht einmal so festmache. So, und so, damit ist jetzt schon das Kranzwickelband auch fest. Und dann fange ich an, leg Grün an, ja, leg das immer so an, meine Grün, ich sage jetzt mal Schnipsel, ja, und so, und wickel dann immer, ja, immer fest, leg das nächste Grün an und so nach und nach wickle ich natürlich dann meinen Kranz. Und wenn ich das jetzt gemacht habe, es dauert jetzt viel zu lang, wenn ich im Video euch jetzt zeigen würde, wie ich einen Kranz wickel, das ist ja Quatsch. Und deswegen ist das jetzt im Grunde genommen so das Zeigen. Wenn ich dann gewickelt habe, dann
habe ich, tada, habe ich hier einen schönen Kranz. Es ist natürlich wichtig, dass ich den Kranz rund wickel. Das heißt, der muss oben und unten gewickelt sein. Und wer sagt, oh, das ist mir jetzt ein bisschen viel, immer mit oben und unten, der kann sagen, er legt oben an. Dann kann man hier unten anlegen, kann wieder wickeln und kann den wieder rumdrehen. Also wenn man das von den Händen her nicht greifen kann. Aber am besten ist natürlich, man legt an, hält es so mit der Hand immer fest und wickelt es dann fest, so dass man wirklich ringsum gewickelt hat. Es gibt noch einen kleinen Trick, wenn man ein paar Löcher hat, dann kann man auch Krampen nehmen, kann Stücke vom Grün schneiden und kann die dann einfach, wenn man es so ein bisschen öffnet, ein Stück Grün reinlegen und kann das einfach reinkrampen mit dem Krampen. Also man bekommt dann den Kranz auch schön voll. Wir waren jetzt schon fleißig und haben das einfach fürs Video gemacht. Und dann, damit ich natürlich nicht ewig am Wickeln bin, sonst müsste ich euch die ersten 20 Minuten des Videos würde ich euch Kranzwickeln zeigen. Das wollte ich dann in dem Fall nicht. Ja, also das ist der Römer. Das ist ein, ich glaube, 30er Römer für so einen kleinen Hängekranz. Aber Moment, ich bin gleich zurück. So, das ist, nur um die Relation zu sehen, das ist ein 30er Römer. Den gibt es auch in etwas dicker und dünner. Und das ist jetzt der dünnere. Und das ist auch wichtig, weil wenn der so dick ist, dann würde der Kranz auch so wahnsinnig dick werden. Und das ist dann ein bisschen viel von der Relation her. Wichtig ist, dass der Kranz eine schöne Relation zu den Kerzen hat. Das heißt also, dass man Stumpenkerzen hat, die im Grunde genommen die gut auf dem Römer sitzen. Ja, eben nicht zu hoch. Diese kleinen Stumpenkerzen sind sehr schön. Also ich würde für den Hängekranz nicht so hohe Kerzen nehmen. Das wäre dann zu, das passt nicht von der Relation her. Das ist nicht stimmig. Ja, dann die Kerzen. Die Kerzen muss man ja auch andrahten. Ich habe jetzt hier schon mit der Drahtschere Stückchen geschnitten und auf jeden Fall einen schwarz geglühten 16er oder 18er, besser ein 18er Draht nehmen. Blende ich euch den Bestelllink nochmal ein. Immer eine Kerze anmachen in der Adventszeit. Ist auch schön für die Stimmung. Aber ist auch gut, um die Drähte in die Kerzen einzufügen, also die Kerzen anzudrahten. Ich nehme den Draht mit der Kombizange, mache etwa eine Daumenbreite, lasse ich rausstehen. Ich nehme den Draht nicht hier, weil wenn ich das so weit weg, dann kann es auch sein, dass der Draht sich irgendwie verdreht. Ich gehe also relativ nah von der Stelle, wo ich es in die Kerze einfügen möchte, lasse also wirklich nur einen Daumen rausstehen, erhitze das Ganze. An der Spitze der Kerzenflamme ist es am heißesten, heißt es. Ich habe es nicht, das ist jetzt nur so vom Erfahrungswert her. Erhitze also diesen Draht sorgfältig und füge den Draht in der Kerze. Man sieht, hier ist das Safe Candle Blättchen, das Sicherheitsblättchen. Ich gehe relativ nah an den Rand. Der Draht muss sehr heiß sein. Das Risiko ist, wenn der nicht so heiß ist und wenn ich zu weit nach außen gehe, dass ein Stück von der Kerze wegplatzt. Ja, deswegen also gehe ich so, was ist es? Ein Zentimeter, knapper Zentimeter, gehe ich so vom Rand weg etwa und drahte. Ich drahte mit 3 Drähten. Also bei größeren Kerzen kann man auch 4 nehmen, aber bei den kleinen Kerzen, da reichen eigentlich 3 Drähte. Das ist eigentlich wunderbar. So, dann immer, immer 3 Drähte. Habe ich auch schon ein bisschen vorgearbeitet. So, und dann habe ich also schon meine Kerzen angedrahtet. Wenn das jetzt frisch, das von den, mit den heißen Drähten hier frisch eingefügt ist, erstmal abkühlen lassen. Ja, erstmal abkühlen lassen. Schön bisschen Ruhe. Und dann, ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich die Kerzen jetzt schon reinmache, aber ich mache die jetzt schon rein, ja, in den Kranz. So, 1, 2. Schön gegenüber. Darauf achten, dass die Abstände passen. Und durch die Drähte kann man ja auch, falls die Kerze ein bisschen schief ist, kann man ja immer noch korrigieren.
Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann drehe ich das nochmal, damit ich die Achse schön sehe. Und mache natürlich bei dem Hängekranz selbstverständlich die Kerzen regelmäßig angeordnet. Das ist jetzt keine Frage, damit der Kranz auch schön hängt. So, jetzt habe ich meine Kerzen drin. So, jetzt wird es jetzt spannend. Ja? Und also die Aufgabe ist es jetzt, die Drähte zu spannen, aber auch so, dass der Kranz dann ja, gleichmäßig hängt. Ich mache mir das Leben ein bisschen leichter. Ich nehme jetzt einfach 4 Gläschen und setze die hier drunter. Die sind alle gleich hoch. Setze die hier drunter und habe dann schon mein Hilfsmittel, damit der Kranz, so, damit der Kranz, ja, in einer Höhe ist, die eigentlich wunderbar ist für meinen Hängekranz. Ich habe hier an diesem Kranz jetzt, das ist nicht immer so, der muss jetzt natürlich auch der Halter perfekt in der Mitte stehen. Das ist auch noch wichtig. Gibt also viele Dinge zu beachten. Und ich mache jetzt zuerst, aber ich drehe den so, weil der hat jetzt diese 4 Häkchen. Ich mache jetzt zuerst ja, nehme den Draht, nehme Moment, ich nehme den Draht erstmal doppelt. So. Muss den relativ lang doppelt nehmen und mache als erstes, ja, das reicht auf jeden Fall. So, lieber zu lang, also da würde ich jetzt auch nicht mit Draht sparen. Habe den Draht doppelt genommen und verdrill den miteinander. Ja, stehen bleiben, sorry. So, und mache mit diesem doppelten Draht eine Schlaufe. Und der Draht hat jetzt natürlich dadurch, dass er doppelt ist, hat er mehr Stabilität. Verwickel den fest miteinander und nehme dann noch das restliche Stück und das wickel ich dann nochmal, wickel es nochmal gegen nach oben. Also sprich, ich habe so wie von meinen Fingern drauf, ich habe den Draht nach unten gewickelt und dann nochmal nach oben gewickelt. So, und jetzt gehe ich her. Mach den in den Ständer und der muss natürlich dann auch gespannt werden. So, also ich habe jetzt mal auf allen 4 Seiten einen Drahthaken gemacht, habe diesen Drahthaken ein bisschen zusammengedrückt, dass er mir nicht sofort von dem Häkchen runterspringt. Und jetzt kommt eigentlich so die Stunde der Wahrheit. Ich hoffe, dass der jetzt auch gut hängt. Ich habe die Drähte jetzt noch nicht abgeknipst extra, damit ich noch was nachjustieren könnte, falls nötig. Und so. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt so sehe, er hängt eigentlich relativ gerad und das sieht eigentlich gut aus, finde ich. Und dann kann ich ja, ist immer die Frage, wo man den Draht hier enden lassen will. Und ich habe jetzt hier ein bisschen außen die Drahtstelle gemacht und mein Plan ist auch, man soll natürlich nicht die Drähte sehen. Ich werde schon mit Bändern, werde ich über den Draht laufen lassen. So, wir haben uns jetzt nochmal viele Gedanken gemacht um die Befestigung der Bänder, der Schleifen. Also wir brauchen auf jeden Fall Stecknadeln. Dann braucht man ein Organza-Band transparent und ein schönes rotes Band, wie wir es hier haben, ein ja, Satin-Band. Und schön ist natürlich, wenn der Draht, also wir wollen ja jetzt nicht in den Draht, so wie, Moment, hier hinten sieht man, in den Draht von hinten reingucken, sondern wir hätten gern das Band so, genau wie hier zu sehen, dass es von beiden Seiten der Draht mit dem Band verkleidet ist. Dazu haben wir das Band hier oben verknotet am Häkchen, hinter dem Draht, haben es runtergeführt am Kranz.
Dann sind wir um den Kranz rumgegangen und haben das Ganze hier mit einer, Moment, mit einer Stecknadel festgesteckt. Und das erleichtert natürlich das Leben. So, und dann gehen wir wieder hoch mit dem Band. So, es wird jetzt genau die Vorführung, kommt jetzt gerade mit den Händen. Vielen Dank. Und dieses Band wird jetzt aber mit einem Organza-Band einfach geknotet. Und dann haben wir schon so die ganz den eleganten Verschluss. Und damit haben wir also dann erreicht, wenn wir das jetzt ein bisschen drapieren. Genau, und wenn man das jetzt schön glatt zieht und hier unten an der Stecknadel nochmal mit einem Organza-Band, beziehungsweise, nee, nicht ein Knoten, sondern da hier unten. Ja, genau, jetzt wird gedreht. Ah, super, die Arbeitsvorbereitung ist sensationell. Also hier macht man jetzt eine Schleife dran und dann sind die Drähte schön verkleidet und unser Hängekränzchen erstrahlt. Ach, es ist so schön mit dem Fuß. Erstrahlt also im festlichen Glanz mit den Schleifen und eigentlich braucht man gar nicht viel mehr als diese schönen Schleifen zu diesem Kranz. Vielen Dank, liebe Kollegin, für die tolle Vorführung. Gerne. Ja, und so hat man einen ganz süßen Hängekranz gemacht. Kann auch die Kerzen schön ersetzen, eine neue Kerze einsetzen am Draht. Und es ist auch mit diesen Schlups, mit dem Band, ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Es kann auch ein bisschen länger sein, dass es am Tisch runterhängt. Man kann auch noch was am Draht trullern lassen. Also da sind die Ideen ohne Grenzen. Aber das ist jetzt mein Hängekranz, den ich euch zeigen wollte heute. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Und das ist tatsächlich eine Arbeit, die ist schon ein bisschen schwieriger als die zwei in den letzten Videos. Viel Freude beim Nachmachen und alles Liebe von Margit. Thank you.